Ja, das Band wäre super, wenn du es wegmachen könntest. Was ist denn das? Noch nicht verwachsen. Was sucht ihr? Ah, das erklärt vielleicht. Es klopft. Zufrieden? Kann ich was? Ja. Oh, weiß ja nicht. So, neben dieser reinen Kontrolle über meine Daten, also dieses Dokumentmanagementsystem, wie gesagt, auf dem deutschen Markt vornehmlich abzielend, weil da sehr viele, wir haben Kunden, die Cozentric, wo ich herkomme, viel Banken, Versicherungsumfeld und so, die sind schon mal sowieso sehr allergisch, wenn es darum geht, Daten außer Haus, noch dazu außer Landes irgendwo abzulegen, also es spielt sich gar nicht ab. Und da kommt das so ein bisschen her und deswegen mussten wir das also mussten es nicht selber aufbauen, aber zumindest war uns kein so namhafter Cloud-Anbieter irgendwo ein Begriff, wo wir gesagt hätten, da schieben wir unseren ganzen Kram hin, dann haben wir gesagt, machen wir es gleich selbst. Was wir damit auch noch gewinnen, ist natürlich ein Verständnis, so vom ganzen Stack, von der Hardware an bis rauf in unsere Anwendung rein, also die Anwendung entwickeln wir nun auch selbst, was Fehlersuche und Diagnose natürlich erleichtert. Wir können auf allen Ebenen Sicherungen machen, Redundanzen einziehen, was uns da so sinnvoll und nötig erscheint. Ja, und wir haben genau das, wir haben unsere eigene Maschinerie, wir wissen, wer da dran kann, wir wissen, wie die Firewalls konfiguriert sind, also da gibt es kein Vertrauen, dass man irgendeinem Dienstleister entgegenbringen muss. Ja, und höhere Leistungsfähigkeit, das kam auch gerade kurz vorher schon so ein bisschen zur Sprache, man nutzt halt die Maschinen besser aus. Insbesondere kann ich das mit der Virtualisierung kann ich die Maschinen so zuschneiden, dass sie der jeweiligen Aufgabe irgendwie angemessen sind und habe aber trotzdem einzelne Maschinen für jede Applikation. Also wenn ich einen kleinen DNS-Server oder irgendwas nur aufsetzen will, dann muss ich dem keine 16 GB RAM geben. Da kann ich dann ein bisschen dynamischer verteilen und jeweils die Komponenten mit den Ressourcen ausstatten, die das auch wirklich brauchen. Dedizierte Ressourcen. Okay, ja, dann war jetzt eigentlich hier die Demo geplant, wo ich mal eben mich auf unsere Cloud Connector da 10 Maschinen aus dem Boden stampfe und da komme ich jetzt aber hier mangels, also ich habe hier Vodafone Edge und das WLAN reicht nicht bis hier rein. Ich müsste aber, um mich mit dem VPN zu verbinden, 2-Faktor-Autorisierung machen. Und dummerweise haben wir an der Stelle so einen fiesen Dell VPN-Client dazwischen, der mich nicht zwischenzeitlich diesen manuellen Code eingeben lässt. Ich kann es jetzt noch mal versuchen. Okay. Dann, ich muss jetzt, das Lustige ist, ich muss jetzt hier klicken, dann schickt er den Push und dann muss ich hoffentlich schnell genug irgendwo Empfang haben, damit er hier ankommt. Das ist ein Traum. Was? Noch durch die Tür. Ja. Komm, hier, jetzt schick's auch noch weg. Vielleicht bin ich verbunden. Hatte ich mir auch nicht ganz so vorgestellt, aber bitte. Nein. Ja, ich hatte den Push bekommen, aber die Antwort nicht wegschicken können. Ein Traum. Einen Versuch mache ich noch, weil das hatte ja jetzt schon so ein gewisses Potenzial. Löse ich hier einen Alarm aus, wenn ich da rausgehe? Hier, da. Okay, das wird offenbar nichts. Dann müssen das. Ich müsste sonst vielleicht mal vor die Tür gehen. Vielleicht geht es mit dem WLAN zuverlässiger. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich darauf verwenden will. Ich verlagere das sonst vielleicht gleich ans Ende. Dann können wir gucken, wenn dann die Zeit ausreicht, dann kann man da noch ein bisschen versuchen, hier dem Netzwerk ein Schnippchen zu schlagen. Gut. Stellt euch vor, ich habe da jetzt so eine Web-Oberfläche, die Web-Oberfläche konnte man gerade hier, die sieht man da schon, also so sieht das ungefähr aus und ich könnte jetzt da bei Instances klicken,
dahin, dann tauchte hier etwas auf, wo ich konfigurieren kann, was ich haben will, und dann startet das. Das ist ganz toll. Ich sag mal, das Hochfahren von 10 Maschinen, die da, sagen wir mal, so ein Ubuntu 14.4 oder sowas haben, würde so ungefähr, bei 10 Maschinen so ungefähr 25 Sekunden dauern. Die haben dann jede 5 GB oder 10, keine Ahnung, was ich jetzt einstelle, an Plattenplatz. Das ist also extrem fix, und warum das auch so funktioniert, da komme ich dann jetzt im weiteren Verlauf zu. Ich beschreibe dazu jetzt mal so ein bisschen so grundlegend, wie unser Cluster aufgebaut ist, und dann auch so in Zukunft, was wir dann vorhaben. Und wenn dann Fragen zu den einzelnen Komponenten sind, können wir da gerne drauf eingehen. Das Ganze ist wie üblich in der IT eine Schichtenarchitektur. Ganz unten, letzte Schicht, quasi vielleicht nicht für jeden zu sehen, ist halt tatsächlich die physikalische Hardware, die da irgendwo im Rechenzentrum im Schrank hängt. Und dann kommt darüber so ein Virtualisierungsblock, das ist einmal Storage, dann Compute-Leistung, und dann auch noch das Netzwerk ist auch virtualisiert, und obendrauf läuft dann virtuelle Infrastruktur, also tatsächlich VMs, wie man sie sich vorstellt, mit ganz oben unserer Applikation drauf. So, jetzt gehen wir diesen Kuchen mal sozusagen von unten nach oben durch. Erste Schicht, ganz unten, Bare Metal. Ist ein etwas älteres Bild, sieht inzwischen nicht mehr ganz so aus. Also wir haben da konkret oben zwei USVs hängen, dann Firewalls, dahinter sind Switche verbaut, die können wir nicht so genau sehen. Im Moment sind das 4 Knoten, die demnächst auf 10 aufgestockt werden, und 2 Controller-Server. Das ist jeweils die Controller der Redundanz wegen, die Firewalls der Redundanz wegen doppelt, dahinter die Switche auch doppelt. Also zumindest was die Hardware angeht, sollten wir da hoffentlich keine bösen Überraschungen erleben, wenn da mal was ausfällt, Hoffnung und so. Die Switche sind nicht gestackt, das hatten wir vorher so. Dann hat man aber das Problem, dass wenn man da irgendwie ein Software-Update macht, dann sind sie auch gleich beide weg und so. Also die sind jetzt mit MLAGs verbunden. Da haben wir einfach ein bisschen flexiblere Wartung, ist in der Konfiguration ein bisschen anders, aber das erschien uns an der Stelle sinnvoller. Es gibt 3 Netzwerkbonds mit jeweils mehreren WLANs drauf, wo wir den Netzwerktraffic bequem über die Kabel verteilen können, so wie der Traffic erwartet wird. Kommt gleich noch ein paar Details dazu. Und das hat uns dann auch direkt mal so ein bisschen so ein klassisches Problem. Das müsste ja alles gehen. Die Doku sagt, die unterstützen alle die richtigen Protokolle und so weiter und so fort. Und dann schaltet man da so Bonds zusammen und stellt fest, das ist komisch, es liefert nur die Hälfte der Leistung. Stellt sich raus, die Switche können den LAC-P-Mode nicht richtig. Mussten wir dann mit Dell nochmal sprechen, Switche austauschen und so, weil tatsächlich der Standard ist da so ein bisschen schwammig, und man konnte ihnen jetzt nicht vorwerfen, sie unterstützen es nicht. Nur nicht so in dem vollen Umfang, wie wir es gerne gehabt hätten. Also da haben wir dann andere Switche gekriegt. So sieht das nochmal so ein bisschen, man muss jetzt ein Diagramm haben, hat unser Netzwerker-Kollege gesagt. Unten die 4 physikalischen Nodes, die beiden Controller dazu, deren Rolle komme ich gleich darauf. Unterbrechungsfreie Stromversorgung und Switche, Firewalls, und dann irgendwo oben die berühmte echte Cloud, das Internet. Das sind alles Dell-Maschinen, bitte? Was mit dem Channel war, die Switche, der ist im Prinzip zwischen den Nodes und den Controllern und den Nodes untereinander, also da, wo die Switche sind. Wir konnten, hier sind also 2x1 Gigabit, ist ein so ein Bond, der hier zwischen dem Rechner und dem Switch läuft und entsprechend zu allen anderen Rechnern auch. Also allen anderen Nodes. Und da ging nur die Hälfte der Leistung drüber. Wir konnten zwar, wenn wir mit 2 Rechnern Richtung zu einem schicken wollten, funktionierte das. Dann, der Switch konnte aber auf dem ausgehenden Port er konnte nicht die TCP-IP-Adresse und Ports mit reinrechnen. Und wir haben da einen Blogpost dazu auf dem Concentric-Blog, der das im Detail beschreibt, auch wie wir es gemessen haben und so. Dell-Hardware, ich weiß nicht, wer benutzt Dell-Hardware. Wer hat da schon mal versucht, ein BIOS zu updaten? Wer war da total begeistert von? Ah ja, und weg sind die Hände. Ich muss mich jetzt hier echt mäßigen, damit ich nicht in unflätige Worte verfalle,
Aber wir benutzen zum Hintergrund, die meisten von uns benutzen Macs. Die, die keine Macs benutzen, haben Linux auf den Rechnern. Um einen Dell-Server zu updaten, muss man eine Windows-Software benutzen. Das geht nicht anders. Ich hatte so die Hoffnung, man lädt sich irgendwo so ein File runter und dann schiebt man das irgendwie auf die Maschine und das installiert sich. Ja, dem ist nicht so. Man muss einen Dell Repository Manager installieren, eine schlanke .NET-Anwendung. Diverse Gigabytes an Downloads später hatte ich dann in einer virtuellen Maschine dieses Ding laufen. Damit kann man dann wiederum ein, ich glaube, das Ding heißt Hardware Profile Pack oder sowas runterladen. Das lädt dann im Prinzip, wenn man nicht aufpasst, alles runter, was potenziell in diese Maschine eingebaut sein könnte. Daraus kann man dann mit einem 350 Megabyte großen Plugin eine CD brennen oder ein ISO zumindest. Das kann ich remote an die Maschine attachen, dann damit booten. Dann startet so ein Syslinux-Ding und ein Shell-Skript. Und das versucht dann, alle 350 möglichen Firmware-Update-Pakete, die jetzt auf dieser CD sind, sequenziell abzuarbeiten. Und jedes sagt, ich baue mein Inventar auf, was hier so drin steckt. 30 Sekunden lang, um dann zu sagen, das Modell Festplatte habt ihr nicht. Nächster. Eine Woche lang habe ich für das Update von 4 Maschinen gebraucht, mit reichlich Fluchen und Hass. Ja, die sind ja nun mal gekauft und die hängen da, aber es ist definitiv ein Punkt, den wir dann im Gespräch bezüglich mehr Hardware mit Ihnen mal besprochen haben. Und ich sag mal so, die Leute, die wir am Telefon hatten, die Vertriebler und Techniker, die klangen jetzt nicht so, als wäre ihnen das Problem neu. Ja, das, dafür ist das wenigstens nicht so günstig. Ja, dann gibt's diese tolle, das hier ist so die so ein Kriegsschauplatz, wo ich hier remote irgendwelche Disk-Images dann reingemountet habe, um da was abzudaten. Eine Anekdote noch hinterher, IDRAX, das ist das Dell Integrated Remote Access Control, hast du nicht gesehen, klappt super, bis man mit getaggten WLANs kommt. Steht nirgends, aber sobald diese IDRAX-Dinger in einem getaggten WLAN sind, sprechen die mit nichts mehr. Das ist unheimlich gut, wenn man ein Rechenzentrum in Aachen stehen hat, aber in Solingen sitzt, gerade seinen Switch zurecht konfiguriert, da irgendwo das auch eindringt hat und dann sagt man, wie komme ich denn jetzt weg? Einfach weg. Wir mussten dann nach Aachen fahren. Ein Traum. Auch da, das ist inzwischen behoben, aber zu dem Zeitpunkt, ja, haben Sie das aktuelle BIOS drauf? Ja. Ganz, ganz traumhaft. So, hier ist mal, auch dazu gibt es in diesem Blogpost, den wir da haben, also das ist auf der Hardware jetzt, wir nehmen auch in dieser Bare-Metal-Schicht, einfach um durchzumessen, wie so die Netzwerkraten sind. Einen Server, dieser Node 1 und dann zwei Clients, Nodes 2 und 3, machen hier also in Summe, das sind 513 Megabit und 529 Megabit, oder was da steht, das sind also 130 Megabytes die Sekunde. Also das geht, dieses Bonding, mit zwei Clients, aber das war eben das Problem. Das lag an dieser Switch-Hardware. Beziehungsweise Firmware in dem konkreten Switch. Ja, das, man sieht halt sehr schön, das skaliert sehr schön mit diesem Bonding. Also das wollten wir halt vorher einfach ausprobiert haben, sodass wir hinterher irgendwelche Probleme kriegen, wir zumindest mal ausschließen können, dass schon ganz unten irgendwas nicht stimmt und man sich oben dann vergeblich einen Wolf sucht. Okay, Thema Provisionierung dieser Hardware nun. Wie haben wir da erstmal das Betriebssystem und die Anwendung darauf gekriegt? Und da haben wir uns so selber als Maßgabe gesagt, also es gibt keine Konfiguration von Hand. Man muss dazu sagen, wir haben im Moment, wir sind ein bisschen hinterm Zeitplan, so 3-4 Wochen vielleicht, im bisherigen Cluster läuft alles direkt auf Hardware. Und das ist so zum Teil mit Puppet automatisiert, zum Teil aber dann auch mit der Hand mal schnell was repariert. Und es hat so ein bisschen so einen, ich will nicht sagen undefinierten Zustand, aber es ist nicht leicht zu überblicken, was läuft wo und warum. Und das wollten wir also ganz dringend verhindern, dass das in dem neuen Setup auch wieder passiert. Deswegen alles automatisiert, nichts zu Fuß konfiguriert. Ja, die Vorteile von so einer Automation, denke ich, sollten hinlänglich bekannt sein. Man kann dieses Setup insbesondere leicht reproduzieren. Man kann es nachvollziehen, indem ich einfach reingucke, was steht denn da drin in diesen Provisioning-Skripten.
Ja, und ich habe damit sozusagen so eine Art lauffähige Dokumentation natürlich. Das ist so der Vorteil. Was wir dummerweise noch gemacht haben, ist die Betriebssysteminstallation, also die Bare Metal Ubuntu-Installation, die haben wir tatsächlich über diese Dell Remote-Konsole von einem CD-Image mit der Hand gemacht und kleinlich darauf geachtet, die Antworten im Setup-Programm überall gleich zu halten. Ab dem Zeitpunkt haben wir dann mit der Automatisierung obendrauf angefangen. Das wird in Zukunft auch anders laufen. Für die weiteren Nodes wollen wir die dann auch von vornherein Bare Metal Remote provisionieren. Wir verwenden Ansible für die Automation von dem Ganzen. Ich sagte halt schon, in dem bisherigen System war es Puppet. Da hatten Lukas und ich jetzt keine nennenswerte Erfahrung mit und Ansible erschien uns doch irgendwie so ein bisschen simpler. Wir haben es mal versucht, haben damit angefangen und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Was uns besonders gefallen hat, ist einmal, dass es agentenlos ist, sobald da SSH auf der anderen Seite läuft. Und das ist in dem Moment, wie ich da so Ubuntu drauf habe, einfach mal der Fall, kann ich anfangen, das Ding von Remote zu installieren. Das war also uns sehr wichtig. Es hat eine ziemlich flache Lernkurve. Also ich habe jetzt gleich hier so zwei, drei so Beispiel-Screenshots von den Skripten. Also das kann man sich echt sehr langsam Schritt für Schritt irgendwie antun und dann funktioniert schon was. Was jetzt insgesamt halt ein sehr leistungsstarkes Tool, wie wir festgestellt haben. Und wir benutzen noch nicht mal diese grafische Oberfläche, das Ansible Tower, genau heißt es. Also das haben wir zwar gesehen, aber bisher noch nicht ausprobiert. Das mal so ein, die nennen das Playbooks, das heißt ja irgendwo immer anders, bei Puppet sind es Module, glaube ich, irgendwo anders sind es Rezepte. Hier heißt es Playbooks und das ist so eine YAML-Datei. Im oberen Teil steht hier mal, auf welche Hostgruppe bezieht sich dieses Skript. Da steht dann schon die DNS-Namen oder IP-Adressen irgendwo hinterlegt. Welche Variablen kommen da zum Tragen in diesem Ding? Ja, und dann kommt hier einfach so spiegelstrichweise aufgelistet so die einzelnen Tasks. Das ist jetzt zum Beispiel das Aufsetzen der Netzwerkinterfaces in diesen Bare Metal Maschinen. Das geht so Template gesteuert. Also hier sieht man Template, da liegt so eine Interfaces.j2, das ist so ein Jinja 2 Template Language, ziemlich coole Sache. Und damit können wir also mit einem Aufruf die Netzwerke auf diesen Controllern provisionieren. Das Template dazu sieht so aus. Jeweils auch spiegelstrichweise, das ist einfach diese YAML-Syntax, der Device-Name, der WLAN-Name, das WLAN-Tag, was dazugehört, welches Netzwerk, Gateways, Routing-Tabellen, Defaults und so weiter und so fort. Also all das läuft, ich gehe nochmal eine Folie zurück, hier durch dieses Template durch und erzeugt dann auf jeder Maschine ein etc-network-interfaces-File, das root gehört und diese Berechtigungen hat. Und das Template sieht so aus. Für jedes Item in diesen Network Interfaces, also jeden Spiegelstrich, den ich da auf der Folie davor hatte, werden diese Zeilen eingefügt, ja, und dann an den entsprechenden Stellen die Variablen aufgelöst und auf diese Weise auch hier so konditional, nur wenn da ein Gateway definiert ist, dann kommt dieser Block noch dazu. Wenn Default Gateway definiert ist, dieser Block, also da kann man lustige Sachen mitmachen und das im Zweifelsfall, wenn dann doch jemand auf der Maschine gespielt hat und hat da was kaputt repariert, solange ich sie noch zumindest mit dem SSH erreichen kann, fahre ich halt einfach nochmal drüber und dann, das ist immer die Maßgabe, dass ich dieses Deployment jederzeit machen kann, ohne dass irgendwas kaputt geht. Wenn es doch kaputt geht, dann haben wir was falsch gemacht. Ja, soweit zu der ganz grundlegenden Bare Metal Sicht. Dann fangen wir schon mal an mit der ersten Virtualisierungsebene, Storage Virtualisierung. Und klar, Frage, wie und wo lagern wir unsere Daten irgendwie? Man hat eben gesehen, das sind vier Server, die haben jeder 12 mal 3 oder 12 mal 4 Terabyte Platten. Und die will man natürlich nicht irgendwie mit der Hand verwalten. Und was wir da verwenden, ist CEF. Das ist die Tagline von der Webseite, ein Unified Distributed Storage System designed for excellent performance, reliability and scalability. Also alle Buzzwords einmal rein. Stimmt aber. Ist cool. Kennt jemand CEF? Auch so in der praktischen Benutzung. Also das ist echt ein feines Teil. Das nennt sich der CEF Storage Cluster. Das bietet mal primär ein Object Store Interface an. Ist extrem skalierbar. Wir haben da im Moment jetzt, ich weiß nicht, ist ja immer relativ, was man so für groß hält, aber bei uns sind da im Moment diese
etwa 175 Terabyte oder so drin über diese vier Maschinen verteilt. Und was halt sehr cool ist, dass das Ding keinen Single Point of Failure hat. Das ist alles verteilt, es gibt keine Komponente irgendwie einzeln und das fanden wir da sehr ansprechend. Wir haben da im Java-Magazin einen Artikel zu veröffentlicht vor zwei Ausgaben, glaube ich. Ich habe hier so Handouts, wenn die gleich jemand haben möchte. Ich habe einige da, ansonsten gibt es das Ding auch online als PDF. Da ist unter anderem das CEF beschrieben, aber auch das OpenStack nochmal beschrieben, so wie wir das einsetzen und was wir da so für Erfahrungen gemacht haben. Das ist direkt von der CEF-Webseite deren ganz grobes Architekturbild. Man hat ganz links unten hier die sogenannten OSDs. Das OSD ist Object Storage Device, vulgo Festplatte oder SSD oder. Also im Prinzip etwas, was aber ein physikalischer Datenspeicher. Dann gibt es, hier ist das allerdings wahrscheinlich auf Software-Sicht, der zugehörige OSD-Daemon. Das ist jeweils ein Daemon pro physikalischem Gerät, der dann läuft auf den Knoten, sprich 12 Stück für die 12 Platten in jedem Knoten. MDS ist für CEF File Systems, benutzen wir nur am Rande. Und Monitor Nodes, also ich gehe da jetzt nicht komplett drauf ein. Was interessant ist, es bietet nach oben raus Block-Device-APIs, es bietet ein Object-Storage-API. Und es gibt auch ein Filesystem-API. Das verwenden wir so für Shared Home Folder, aber ansonsten nicht für die Produktion. Diese OSDs und diese Monitor Nodes, das ist im Prinzip da, wo die komplette Intelligenz von CEF drin steckt. Das macht sich zunutze, dass normalerweise die Maschinen, in denen man diese Festplatten drin hat, sehr leistungsfähig sind und man dementsprechend viel Intelligenz in diese einzelnen Daemons stecken kann, die sich jeweils um ein Hardware-Gerät kümmern. Also das bedarf einer gewissen Menge an CPU und RAM. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, ist aber nicht maßlos. Und so ein OSD-Daemon kümmert sich also für eine Festplatte darum, die einmal zu überwachen, dass die lebendig ist, also so Smart-Daten, und einfach zu merken, wenn die vielleicht stirbt. Das kümmert sich um so ein Scrubbing gegen Bitrot, wo so im Laufe der Zeit unbemerkt schon mal Daten auf so Festplatten, wenn die auf schlechten Sektoren gelagert sind oder so, einfach mal vergammeln und man das gar nicht merkt, bis man das nächste Mal darauf zugreift. Also das machen diese Dinger regelmäßig drüber gehen und gucken, ob es noch alles in Ordnung ist, gegebenenfalls neu schreiben, einfach um Ausfällen vorzubeugen. Und untereinander sprechen diese ganzen OSDs miteinander und mit diesen Monitor-Nodes, davon gibt es weniger, die unterhalten sich und machen unter anderem dann so Datenreplikationen über das Cluster hinweg. Ich stelle dann ein, ich möchte für diesen Typ Daten dreifache Redundanz haben, dann sorgen diese Dinger dafür, untereinander so peer-to-peer kommunizierend, ohne zentrale Stelle dazwischen, dass die Daten dreifach vorliegen. Da kann man Tod und Teufel konfigurieren, wie da Gewichtungen dieser einzelnen Geräte sind. Es wird auf jeden Fall empfohlen, das machen wir auch so, diesen Replikationstraffic, den die Daemons untereinander machen, in ein eigenes Netz auszulagern. Und dann ein zweites Netz zu machen, womit man dann quasi seine Nutzdaten abfragt und reinsteckt. Einfach weil natürlich man sich vorstellen kann, wenn die so peer-to-peer kommunizieren, das ist zwar sehr effizient, aber das ist natürlich schon eine Menge Traffic, der da übers Netz geht. Das ist eins von den Bonds, die wir dafür verwenden. Und was Sie jetzt, was in der Mitte steht, der Crush-Algorithmus, da steckt so die Intelligenz im Prinzip drin. Das ist so eine, man kann sich das vereinfacht vorstellen als so eine Hashing-Funktion. Ich sage, ich möchte jetzt ein Objekt ablegen mit einem bestimmten Namen und das kann dann ein Textfile sein oder ein Disk-Image, völlig egal. Ich gebe das dem CEF und sage, leg mir das ab unter dem Namen und dann wird aufgrund dieses Namens errechnet, auf welchen konkreten Festplatten das Ding zu liegen kommt. Aber anders als bei einem Hash-Algorithmus typischerweise, wenn ich jetzt hinterher sage, mein Cluster ist zu klein, ich stecke mal noch weitere OSDs dazu, also weitere Festplatten dazu, dann würde eine Hash-Funktion normalerweise sagen, naja, jetzt haben sich irgendwelche Eingabeparameter geändert und alles ändert sich. Und dann beginnt das große Umverteilen und einmal werden alle Daten neu gleichmäßig über diese jetzt größere Festplattenbasis verteilt. Da ist es deutlich intelligenter und minimiert da den Replikationstraffic, der in solchen Situationen eintritt. Also es ist echt geschickt gemacht, das Ding. So, und es gibt verschiedene APIs, was uns zugutekommt. Das gibt immer so Block-Device-APIs, das verwenden wir für die Hardware-Virtualisierung. Und dann gibt es aber auch ein Object-Interface, so ein REST-API, S3-kompatibel oder OpenStack Swift-kompatibel. Beide Spielarten gehen da. Und das nutzen wir dann für die Anwendung.
Denn wir kommen ursprünglich von einem Cluster-basierten System, wo unsere Anwendung eine Menge Dokumente mit so generierten Namen, so ID-Namen, in einer Baumstruktur ablegt. Skaliert ganz schlecht, wenn man die Bäume zu tief wählt. Das hat also alles irgendwie fiese Nachteile. Und wir hatten bei der Überlegung, auf Ceph zu migrieren, CephFS als erstes im Hinterkopf und wollten da die gleiche Struktur im Prinzip fahren, in der Hoffnung, dass das schneller ist. Bis uns irgendwann ein Licht aufging, warum überhaupt? Wir speichern ja da sowieso Sachen mit generierten Namen, also mit so IDs, Key Value. Warum nicht gleich dann dieses Object Store API nehmen? Ja, das war dann zum Glück in der Anwendung sehr gut weggekapselt, sodass man da nur eine kleine Komponente austauschen musste und jetzt nutzen wir das also als Object Store, wie es gedacht ist. Das Dateisystem benutzen wir, wie eben schon mal erwähnt, für so Shared Home Folder. Offizielle Aussage von Ceph, inzwischen sind die von Red Hat gekauft, vor ein paar Wochen oder Monaten, das CephFS currently not recommended for production data. Es liegt in unseren Home Foldern auf diesen Produktionsmaschinen nichts so Kritisches, dass wir das da nicht für nehmen könnten. Aber naja, also wir hatten da auch tatsächlich mal mit rumexperimentiert, da hing mal der Kernel fest und so, also es gibt Fuse-Treiber für, aber ist alles nicht so toll. Deswegen da Object API. Und es wird von OpenStack, das kommt dann jetzt als nächstes, direkt unterstützt, sowohl für diesen für Glance, das ist ein Dienst in OpenStack, der sich um Images kümmert, und Cinder, das ist das, wo die Volumes, wo die tatsächlich die virtuellen Maschinen drauf arbeiten. Die können beide direkt mit Ceph im Hintergrund sprechen. Also da war uns da die Arbeit etwas erleichtert. Und was eben sehr praktisch ist, und das konnte ich jetzt leider dummerweise eben nicht zeigen, das Teil unterstützt Snapshotting. Also in dem Moment, wo ich eben diese 10 Maschinen hätte hochfahren wollen, hätte er nicht, wie das normalerweise passiert, von dem Disk-Image 10 Kopien irgendwo im Cluster angelegt mit einer sozusagen dedizierten Kopie für jede Maschine, die ich hochfahren will in der richtigen Größe, sondern hätte es genau einmal gesagt, da ist das Image, da mache ich jetzt ein Volume draus und das geht über einen Snapshot-Mechanismus und damit quasi instantan und ohne extra Plattenverbrauch. Insofern geht das also wirklich, ich sage 5 GB oder 10 GB für dieses Volume ist vollkommen unerheblich, solange ich da nichts reinschreibe, kostet das also weder Platz noch Zeit beim Starten. Das ist extrem cool. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Ceph den als blockiert reserviert. Ich glaube nicht. Ich meine, OpenStack macht das. Aber das ist eine gute Frage. Das haben wir jetzt nicht ausprobiert. Bislang also haben wir noch so die Hoffnung, dass die 175 Terabyte uns einen Augenblick tragen. Wenn dann nochmal 6 Maschinen dabei kommen, wird es ein bisschen mehr. Aber sollten wir mal testen, ist wohl wahr. So viel zu dem Storage Layer. Ja. Ja, das ist eine gute Frage, da haben wir drüber nach, also ich wiederhole mal die Frage, dieses gemischte benutzen, weil da ja nur 4 Nodes waren von Storage, 12 Platten in dem Ding und dann die Compute-Ressourcen. OpenStack, Doku sagt dazu, sogenannte homogene Knoten, die das beides tun, sind immer dann empfehlenswert, wenn man vorher kein genaues Lastprofil hat, von dem man sagt, okay, wir wissen, dass wir eine extrem compute-intensive Anwendung haben, die aber deutlich weniger I.O. braucht, dann würde man das teilen und würde mehr compute-intensive Knoten machen, die aber keinen oder nur wenig Storage haben. Das wissen wir für unsere Anwendung noch nicht so genau. Also das ist so eine, wir werfen da Dokumente rein in beliebigem Format mehr oder weniger, das kann Office sein, das können Bilder sein, Photoshop-Zeug und die werden dann durchkonvertiert in verschiedene Formate und abgelegt. Also da ist sowohl CPU wie I.O. drin. Wir können nicht sagen im Moment einfach, ob wir in Zukunft mehr Compute-Knoten dazu packen müssten oder mehr Storage-Knoten. Das müssen wir mal abwarten. Aber die Frage ist berechtigt. Wenn man es vorher genau weiß, kann man das so schneiden, dass man von dem einen oder anderen mehr hat, je nachdem, wovon man mehr braucht. Okay, ja. Ja. Ich kann dem OpenStack, ist jetzt die Frage, wie nutze ich diese CPU-Kapazitäten aus? Das gleiche gilt dann für I.O. Beim Ceph kann ich die, entweder setze ich die Priorität dieser Knoten runter, kriegen die eine andere Gewichtung, wie viel Daten ihnen zugeschlagen werden. Das geht über die Kapazität, ich kann das über die Leistungsfähigkeit, wenn ich weiß, wie die im Netz angebunden sind, da kann ich also ganz komplexe Regeln, wenn ich will, definieren.
Und ich kann natürlich auch OpenStack sagen, diese Maschine hier ist einfach mal primär für Storage gedacht. Da packt man einfach nicht so viele VMs hin, wenn überhaupt. Also da kann man auch im Nachgang noch machen. Das ist halt das Schöne daran, dass ich die Hardware wegvirtualisiere, dass ich hinterher obendrauf diese Verteilung umschichten kann, wenn ich mir da irgendwie einen Nagel eingetreten habe. Okay, die Frage nach CPU-Kapazität, das ist bei OpenStack die Komponente mit dem schönen Namen Nova. Früher hieß bei OpenStack irgendwie viel mehr Nova und das hat man da so nach und nach über die Versionen hinweg zergliedert in Einzelkomponenten. Nova ist jetzt der Name hauptsächlich für den Compute Service und der kümmert sich um das Management der virtuellen Maschinen, die ich in meiner Infrastruktur laufen lassen möchte. Wenn das mit Amazon schon mal jemand gemacht hat, mit EC2, auch da gibt es ja diese Flavors, da habe ich dann so M1, M2, je nachdem, wie viel Speicher und wie viel virtuelle CPUs man da so benötigt. Das gleiche Konzept gibt es hier auch. Man kann diese Flavors, da kommen ein paar mitgeliefert, benutzen oder sich selbst welche definieren und da dann zum Beispiel solche Sachen reintun, wie das ist primär mal ein Rechenknoten. Und dann geht dieser Nova Scheduler halt hin und guckt in meinem Cluster, wie ist da so die echte Hardware, wie viele CPU-Knoten gibt es meinetwegen in dieser Büchse, multipliziert mit irgendeinem Overload-Faktor, den man konfigurieren kann und sagt, naja, dann passt die jetzt angeforderte extra, extra large mit, weiß ich nicht, 64 gewünschten CPU-Kernen nicht mehr auf die und auf die Node, sondern auf dem hat es noch genug Reserven, um die dahin zu verlagern. Also es ist so analog halt, wie es bei EC2 ist, da sieht man es halt bloß nicht so schön. Hier kann man dann in dem Interface halt selber gucken, auf welcher Physik hat diese Maschine jetzt ihren Platz gefunden. OpenStack unterstützt da verschiedene Hypervisors unten drunter. KVM mit QEMU ist so die Default-Variante, aber es kann dann auch irgendwie mit VMware oder irgendwie mit, gibt es denn noch das, bitte? Zen, ja, kann, meine ich auch. Dann gibt es noch, wie heißt denn das Microsoft-Ding? Hyper-V? Also es kann so Verschiedenes. Wir benutzen es mit KVM halt als Default und das funktioniert auch wunderbar. Es gibt dann eben, das gibt CloudInit, das ist in den, weiß nicht, ob mal jemand geguckt hat, bei zum Beispiel Ubuntu auf der Webseite kann man, wenn man die CDs da runterladen will, diese Images, gibt es einmal so das Normale und es gibt so ein Cloud-Enabled-Ding. Und das bringt halt einfach eine Konfiguration mit und insbesondere ein Tool mit dem Namen CloudInit, das im Startup-Prozess die Möglichkeit bietet, da Konfigurationen rein zu injizieren. Auch das ganz ähnlich wie bei Amazon, da kann man so Post-Launch-Skripte irgendwie angeben und es werden irgendwelche User vordefiniert. Das kann man mit CloudInit machen. Also beim Starten der Maschine ein CloudInit-Skript angeben und zum Beispiel sagen, diesen SSH-Key bitte hinterlegen für den User und so Basiskonfigurationen machen, die die Maschine einfach braucht, die ich normalerweise bei so einer OS-Installation als erstes mit der Hand machen würde. Primär stellen wir halt einfach damit sicher, dass man die Maschine, sobald sie hochgefahren ist, dass sie Netz hat und dass man sich per SSH darauf einloggen kann, damit Ansible geht. Ja, und nettes, ich will nicht mal sagen Gimmick, also es ist extrem praktisch natürlich auch für Wartungszwecke. Es kann Maschinen live migrieren. Wenn man also weiß, ich muss irgendwo eine Hardware-Reparatur machen, Netzteil austauschen oder irgendwas, kann ich, ohne dass ich die virtuellen Maschinen beenden muss, die auf einen anderen Host rüberwandern lassen. Wir haben das mal mit verschiedenen Varianten probiert, aber haben wir so ein Linux einfach einen Ping machen lassen Richtung Heise, so das Keep-Alive-Check des ganzen Internets, habe ich immer das Gefühl. Und wir haben bei dem Migrieren von der einen Maschine, von der einen physikalischen Hostmaschine auf die andere, ich glaube, 2 Pakete im Ping verloren. Also es war echt, da lief sonst nichts auf der Maschine, also der hatte jetzt wenig zu tun, aber wir haben zumindest mal damit nachgestellt, dass es funktioniert. Bitte. Also wie diese Migration funktioniert, ist, so wie ich das verstanden habe, dass der hingeht und von der, wo die Maschine jetzt läuft, die quasi freest, RAM so differenziell schon vorneweg auf den neuen Host überträgt und zu irgendeinem Zeitpunkt so ein Snapshot gemacht wird, wo die Maschine wirklich kurz stoppt, die restliche Differenz übertragen wird und auf der anderen Seite wieder hochkommt. Also wenn ich jetzt einfach hingehe und im RZ den Stecker aus dem auf beiden Netzteilen ziehe, dann sind die virtuellen Maschinen natürlich weg. Die kann ich nicht quasi gespiegelt auf 2 Maschinen laufen lassen. Das geht nicht. Ja, so und
ich weiß gar nicht genau, ich glaube, da sind jeweils 12 Kerne in diesen 4 Nodes drin mit Hyperthreading. Also das ist so ein, es ist eine gewisse Menge an Ressourcen da. Wir werden das, müssen das mal beobachten. Die Applikation läuft noch nicht so lange drauf, dass wir jetzt da schon gut sagen können, ob da irgendwo Engpässe sind. Aber im Moment, glaube ich, sind da Ressourcen übrig. Netzwerk, das ist sowas, was man in der, ich sag mal, auf der PC-Installation von VirtualBox und so, zumindest aus meiner Erfahrung, nicht so oft so kompliziert konfiguriert. In dieser Welt, wenn ich da jetzt aber so richtig mir vorstelle, ich möchte das vielleicht auch als Dienstleistung anbieten, so ein Cloud-Hoster zu werden, dann muss ich natürlich ein etwas komplexeres Netzwerk-Setup unterstützen können. Und da stellt sich natürlich einmal die Frage, wie werden diese virtuellen Maschinen miteinander irgendwie verbunden, damit die sich unterhalten können? Und natürlich, wie sind die auch mit der Außenwelt verbindbar? Weil wenn ich so einen Webserver habe, der mit seinem Datenbankserver sprechen kann und so, aber irgendwie nicht nach draußen kommt, ist das verhältnismäßig langweilig. Die passende OpenStack-Komponente an der Stelle heißt Neutron. Da gibt es, das ist, ich glaube, seit dem zweiten Release, das aktuelle Release heißt Icehouse, davor war Havana. Da war schon Neutron als der Default-Netzwerk-Komponente drin. Es gibt noch Nova Network, das ist wohl die etwas ältere Variante. Die ist eigentlich deprecated, ist aber noch drin, weil es noch irgendwie Abhängigkeiten von bestehender, irgendwie anderer Software gibt. Wir benutzen das Neutron. Und das virtualisiert uns im Prinzip Level 2 und Level, also Layer 2, Layer 3 Netzwerkkomponenten weg. Und dann gibt es die Möglichkeit dann, genau wie virtuelle Maschinen, ganze Netzwerke zu virtualisieren und sagen so, ich brauche jetzt mal was, das hat irgendwie so und so viele, also irgendwie ein IP-Subnetz und da müssen Switches dazwischen und das muss irgendwie geroutet werden und die Maschine, die kriegt auch einen Anschluss an den Router, der ins Internet führt, also das kann man da sehr schön in der, also ich sag mal, nein, sehr schön ist übertrieben, das Bild, was hinterher rauskommt in der Oberfläche, in diesem Webinterface, ist recht schön. Das Klicken zuvor durch die verschiedenen Webseiten hat Verbesserungspotenzial. Da nutzen wir im Moment lieber das Command-Line-Interface dafür. Das ist so ein bisschen, das macht es so ein bisschen weniger mühselig, einfach das aufzusetzen. Und es gibt so ähnlich wie bei den Hypervisors auch da so verschiedene Backends. Es gibt, ich höre hier vorne gerade schon das Stichwort Open vSwitch. Das ist also ein in Software entwickelter Switch und sogar ein ziemlich cooler. Der ist also sehr flexibel und leistungsfähig und der bietet dann entweder die Möglichkeit, das über so GRE-Tunnel zu machen, so rein in Software quasi, dass ich das alles auf dem bestehenden IP-Netz oben drauf laufen lasse. Es gibt Plugins in dieser zugrunde liegenden Architektur, womit der mit OpenFlow dann irgendwie auch Hardware konfigurieren kann, sodass das Ganze nicht so sehr von der CPU, von den Maschinen abhängt. Also da gibt es, je nachdem, was man so in Infrastruktur hat, muss man sich da einlesen. Also da gibt es Möglichkeiten, das dann auch mit noch mehr Hardware-Support zu machen. So, und was man, sind wieder so ein paar Amazon-Keywords auch, Access Groups, also so Firewalling zwischen den Maschinen und zwischen Netzen und so kann ich damit definieren. Und ich habe, was vielleicht nicht so auf den ersten Blick oder auf den ersten Gedanken irgendwie einem einfällt, ich habe so mandantenweise komplett separate Netzwerke oder Projekte, die Nomenklatur ist da in OpenStack so ein bisschen, die spricht mal so, was mir aber erlaubt, dass ich in irgendeiner Testumgebung meinetwegen ein IP-Netz definiere, so 192.168.0.0 und mache eine Produktionsumgebung, die auch 192.168.0.0 benutzt, die sich aber gegenseitig nicht kennen, weil es im Prinzip zwei komplette Infrastrukturen sind, die so unabhängig voneinander aufgebaut sind. Was mir den großen Vorteil verschafft, dass ich Test und Produktion mit identischen oder wenigstens nahezu identischen Konfigurationen fahren kann. Denn da muss ich dann nicht irgendwie sagen, ja, aber in Prod sind das irgendwie 10er IP-Adressen und so. Also das ist extrem praktisch, um einfach mal was auszuprobieren, ohne in der Anwendung an 1000 Stellen womöglich irgendwelche Configs ändern zu müssen. Floating IPs, das ist der Weg, wie die Verbindung zur Außenwelt stattfindet. Normalerweise haben die halt untereinander diese Maschinen erstmal wirklich nur ein virtuelles LAN, mit dem sie sich untereinander unterhalten können. Und über Floating IPs, da definiere ich im Prinzip, es sind auch private Adressen, aber die sind sozusagen von OpenStack verwaltet und werden auf einem dedizierten Network Controller Node mit der Außenwelt verbunden und das läuft dann über Nutting.
Also ich habe dann meinetwegen die 10 Maschinen, die ich jetzt gerade eben nicht zeigen konnte, starte die und die haben dann alle ihre 192er Adressen und weise dann einer von den Maschinen in der OpenStack Management Oberfläche so eine Floating IP zu. Und mit dieser Floating IP, da kann ich dann zum Beispiel über die Firewall irgendwie rein den Webserver erreichbar machen. Die Maschine selber weiß da nichts von. Also innerhalb der virtuellen Maschine kriegt ihr den Traffic auf ihrem einzigen Interface, das sie kennt, nämlich diesem 192.168er rein. Und der Rest wird von außen über Nothing gemacht. Also es ist auch sehr praktisch, denn deswegen heißen die Floating. Ich kann, wenn diese Maschine muckt, die gleiche IP nehmen und auf eine andere virtuelle Maschine stecken und quasi mit minimalem Ausfall die für die Außenwelt so aussehen lassen, als wäre das die gleiche Maschine wie zuvor. Und dann die alte wegschmeißen oder reparieren oder so. Das ist extrem praktisch. Sowas hatte ich vorgehabt eben zu zeigen, also das ist mal so ein Netzwerktopologie-Blick auf in der OpenStack Webkonsole, das Ding heißt Horizon. Und da hat man also dann hier so das ExtNet, das ist tatsächlich, was ich damit verbinde, über so ein externes Netzwerkrouter, da kann ich das Internet mit erreichen. Und hier habe ich dann so Backend- und Frontend-Netze und eine DMZ vielleicht, also das, diese senkrechten farbigen Balken sind immer einzelne Netze. Hier sieht man dann den IP-Range, der da dran hängt. Das Blöde ist, man kann in der Oberfläche die Reihenfolge dieser Teile nicht selber bestimmen. Insofern ist das jetzt, sieht das jetzt ein bisschen blöd aus, weil die DMZ am weitesten weg ist vom Internet. Also das, ich habe auch beim ersten Mal drauf gedacht, hä? Aber es ist schon richtig, wenn man dann sieht, dass hier der rote Balken da hinter den anderen langläuft, bis da in diesen externen Router und das auch das Einzige ist, was da reinläuft. Ja, also das... Es gibt das alles auch in Command-Line, so grau auf schwarz, aber das ist eigentlich so für einen Überblick ganz, ganz charmant. Okay, das so viel sei gesagt, erstmal so zu diesem Virtualisierungs- und OpenStack und Ceph-Kram. Wie nutzen wir das jetzt für unser eigenes Produkt? Warum haben wir das überhaupt alles gemacht? Da sieht dieses Diagramm, ich habe es mal auf die Seite gelegt, damit es ein bisschen besser erkennbar ist, so aus. Dazu muss man sagen, das ist im Moment eine nahezu 1:1 Übertragung der bisherigen auf Hardware laufenden Infrastruktur in virtuelle Maschinen rein. Also auch da, ich habe es hier mal gehighlightet, es gibt einen Server, der heißt einfach Admin-Server, irgendwer hat dem mal diesen Namen gegeben. Das ist der einzige, der eine Floating IP hat, mit dem den man also auch von außen erstmal erreichen kann. Also zumindest so zum Managen. Die Basis, diese Maschine zum Provisionieren der ganzen Software auf den restlichen Knoten. Also natürlich nicht ganz richtig, dass er der einzige mit einer Floating IP ist. Es gibt ja auch noch zwei Load Balancer. Die haben auch natürlich eine IP nach draußen, ansonsten wäre es relativ witzlos. Ja. Das sind HA-Proxy Load Balancer, die balancen einmal das Webinterface, also die Oberfläche unserer Anwendung tatsächlich, die wir nach draußen anbieten. Die balancen die Mail, weil wir wir schicken Mails einmal aus der Anwendung raus, aber wir empfangen auch so als eine Möglichkeit, um Dokumente abzuloaden, kann man dann so eine spezielle individualisierte Mailadresse schicken. Das ist hinter dem HA-Proxy. Und der hat auch noch es gibt noch andere H-Proxys, aber die sieht man jetzt hier nicht, komme ich gleich zu. So, zwei Mail-Server, sagte ich gerade schon, das sind einfach Postfixe, die sind einfach der Ausfall, des Ausfalls wegen haben wir die doppelt und dann die vier Knoten, die tatsächlich die Arbeit leisten, wo die Anwendung drauf läuft. Und das ist jetzt halt so, wir nennen die jetzt im Moment All-in-One-Nodes. Weil da sowohl Elasticsearch draufläuft, sowohl Mongo draufläuft, die Tomcats drauflaufen und noch zwei, drei weitere Komponenten, die also diese Anwendung insgesamt ausmachen. Das wollen wir perspektivisch natürlich weiter aufdröseln. Und was dann noch draufläuft, ist jeweils ein HA-Proxy. Und der dient als Verteilung und als Balancing für den Zugriff auf Ceph unten drunter. Wenn man sich jetzt so das ein bisschen nochmal vor Augen führt, ganz unten drunter, so auf dieser Bare-Metal-Schicht, ist dieses ganze Festplatten-Wirrwarr von Ceph abstrahiert oder von Ceph verwaltet. Und jetzt bin ich aber ganz oben im Stack in der virtuellen Welt und da will ich jetzt aber trotzdem ja mit diesem Object-Store sprechen. Und da kann ich mit OpenStack, gibt es eine Komponente Swift, die bietet
Object Store Interface an. OpenStack bietet da eine eigene Komponente eigentlich für, die benutzen wir aber nicht, sondern wir haben da das Ceph Backend hintergeklemmt, auch das ist unterstützt. Und wir benutzen das aber dann über den Rest, über das REST API. Ich sagte eben so S3 und OpenStack Swift kompatibles REST API. Also läuft hier jeweils ein Load Balancer drauf. Da ist der in den VMs jeweils ein so ein HA-Proxy. Hier oben läuft unsere Anwendung in, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dass es genau 4 sind, also das können natürlich aber beliebig viele VMs sein. Da läuft jeweils die Anwendung drauf, da läuft diese Swift, der sogenannte Rados Gateway drauf und ist nicht wahr. Das Rados Gateway läuft da unten. Und da wird vom HA-Proxy hin von allen virtuellen Maschinen werden alle physikalischen Nodes, die eben dieses S3-kompatible API anbieten, um mit dem Object Store zu sprechen, mit verbunden. Und der HA-Proxy kann dann, wenn die Anwendung sagt, ich muss was ablegen, geht die über dieses Swift-Interface. Der HA-Proxy verteilt das. Und wenn jetzt einer von denen gerade nicht da ist, dann hat er halt immer noch 3 weitere, wo er es hinverteilen kann. Also wir haben da nochmal die quasi, soweit ich sehe, größtmögliche Unabhängigkeit von Ausfällen dieser einzelnen Entry Points in den Ceph Object Store rein für die Anwendung gebaut. Ja, und man sieht das jetzt, also REST Interface durch den HA-Proxy durch und hier ist jetzt Swift. Ich vertue mich immer, ich sage immer S3 kompatibel und Swift kompatibel, weil es einfach beides kann. Swift ist das REST API von OpenStack und das S3 halt von Amazon und wir hatten ursprünglich darüber nachgedacht, das mit der S3-API zu machen, aber weil es einfacher mit dem OpenStack dann auch zu verbinden war, haben wir es halt mit der Swift-API gemacht. In der Anwendung gibt es von einem Apache-Projekt, ich glaube Apache J-Clouds heißen die, das ist so eine rundum sorglos Lösung, zumindest stellt sie sich so dar, für Cloud und Storage-Lösungen aller Art. Da gibt es dann so für Ceph was, für Swift was, für alles Mögliche. Das hat verschiedene Reifegrade, möchte ich mal sagen. Also das könnte sicherlich noch einige Contributions vertragen. Wir mussten da auch so ein bisschen dran rumpatchen. Da läuft also nicht die sozusagen Vanilla J-Clouds Library, wie ich sie aus dem Maven-Repository ziehen kann. Weil die einfach zum Beispiel Probleme hat, wenn ich die Autorisierung gemacht habe, dann kriege ich von diesem Rados-Gateway unten über so einen X-Header eine Storage-URL mit, wo ich dann tatsächlich den Object-Store erreichen kann, mit so einem Token dann jeweils übergeben. Das parst es nicht ordentlich und versucht dann den Object-Zugriff unter dieser Auth-URL hinten dran zu machen, was natürlich grandios scheitert. Hat ein bisschen Zahnschmerzen bereitet, das haben wir dann jetzt rausgepatcht und ich glaube, der Pull-Request ist auch irgendwie gemacht, ich weiß aber nicht, ob der schon übernommen ist. Oder die hatten den Patch und das war irgendwie halb kaputt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es ist nicht alles, wie das mit Open Source so ist, es ist nicht alles total geil, aber weitestgehend. Und was halt kaputt ist, kann man oftmals wenigstens mit ein bisschen Graben dann selber reparieren. So, was stellen wir uns so für die Zukunft vor? Ich sagte ja gerade, das ist so die Frage. Ja. Das Rados macht die Verteilung auf die zwischen den OSDs. Also das nach oben hin nicht. Also ich muss einen Einstiegspunkt haben und das ist halt dieses Rados Gateway. Entweder ich habe Anwendungen, die sofort auf dieser Lib Rados aufsetzen. Das ist diese Komponente, diese Library von Ceph, quasi die Client Library, mit der ich sagen kann, so auf C-Ebene speichere mal was ab. Und darunter passiert dann diese Verteilung über die OSDs, die Replikation machen die OSDs untereinander und so weiter und so fort. Aber ich muss halt trotzdem natürlich einen Einsprungpunkt haben, wo ich sage, ich gebe hier mal mein Objekt ab. Und normalerweise hätte man dann ein so ein Rados Gateway, das wäre dann ein Single Point of Failure und deswegen haben wir den überall auf allen Nodes laufen und mit dem HA-Proxy kennt jeder jeden so über Kreuz. Übertragung der aktuellen 4 physikalischen Knoten, mehr oder weniger 1:1, mit natürlich Config-Anpassungen, aber ansonsten architekturell nicht groß verändert, in die virtuelle Welt. Das ist nur der erste Schritt. Was wir so als nächstes vorhaben, aber das setzt natürlich voraus, dass es jetzt erstmal stabil dann, wenn die Produktion migriert ist und da auf dem neuen Ding läuft, dann denken wir darüber nach, das wieder alles kaputt zu machen und neu zu gestalten. Da wollen wir also einmal die virtuellen Maschinen deutlich feiner irgendwie aufteilen. Das wäre so der,
ich sag mal so, der einfache Step, zum Beispiel, dass es MongoNodes unabhängig von den Elasticsearch, unabhängig von den Tomcat-Nodes gibt. Und dann kann ich da auch entsprechend mehr oder weniger, je nachdem, wenn ich also feststelle, das Elasticsearch kommt bequem mit 4 Maschinen aus, aber aus irgendwelchen Gründen brauchen wir viel mehr unserer eigenen Anwendungsserver, dann müssten wir im Moment immer so eine komplette All-in-One-Maschine hochfahren, die natürlich relativ fett und ressourcenintensiv ist. Das wäre so der erste Step, das aufzubrechen auf Level von virtuellen Maschinen. Und danach käme dann System-Level-Virtualisierung, also mit Docker und CoreOS, das Ganze nochmal in kleinere Teile zu zerlegen, sodass dann sagen wir mal, unsere Anwendungen oder auch ein Mail-Server oder diese ganzen Einzelkomponenten in Docker-Containern laufen und dann über einige, wenige, viele, wir wissen, müssen wir dann sehen, CoreOS-Maschinen verteilt werden. Und das ist dann noch mal ein Stück weiter in die Zukunft, zumindest für die Produktion gedacht. Wir haben schon Docker-basiert eine Entwicklungsumgebung, die auch, also jeder Entwickler bei uns, der neu dazukommt, kriegt eine ganz kurze Einführung und dann lädt er sich aus dem Docker mit einem Vagrant-File, also mit Vagrant wird eine VirtualBox auf seiner lokalen Maschine installiert. Er zieht sich aus einem Docker-Repository die Images runter, die für unsere Anwendung nötig sind. Und danach hat er im Prinzip die komplette Anwendung mit allen Komponenten, also was ich alles eben sagte, Mongo, Elastic und so weiter, bei sich auf der Maschine laufen in einer virtuellen Box und kann dagegen arbeiten. Das gleiche Konzept möchten wir da in der Produktion auch haben, sodass wir idealerweise aus dem Jenkins statt dass da jetzt ein RAW-File rausfällt für einen unserer Komponenten, soll da direkt ein Docker-Container bei rausfallen, den ich dann nehmen und entweder für die Testumgebung lokal benutzen kann oder den ich einfach in die Produktion werfe, ohne dass ich da was dran tun muss. An dem Punkt sind wir noch nicht. Da ist auch ein Artikel in diesem Handout drin vom Lukas, der sich da mit Docker, der diese Entwicklungsumgebung beschreibt, die wir da aufgesetzt haben und wie Docker so grundsätzlich funktioniert. Da stehen aber auch bei Fragen, können wir jederzeit gerne noch im Detail drüber reden. Ja, und das letzte Stichwort, Immutable Deployment, hatte ich gerade schon gesagt. Also idealerweise, wenn irgendwas kaputt geht. Wir hatten den Fall, da hat ein Kollege an einem der Mail-Server irgendwie rumkonfiguriert und danach ging der nicht mehr so richtig. Und dann, ja, was hast du denn gemacht? Und das interessiert uns eigentlich auch gar nicht. Nuke-Maschine weg, mit Ansible einmal gesagt, redeploy mir die Mail-Server, der sagt, da gehörten zwei hin, da ist aber nur einer, dann kommt der zweite neu hoch, wird wieder ausgestattet, der HA-Proxy kriegt irgendwann gesagt, übrigens, da ist er wieder, oder er merkt, da ist er wieder, und dann läuft es halt weiter. Also das ist so der große Masterplan, wo wir dann auch mit der Anwendung natürlich hinwollen, einfach um so manuelle Fauxpas einfach zu vermeiden. Dieses Handout, wie gesagt, als PDF oder hier in Papier, wer das auf dem Klo lesen will, kann dann das Papier mitnehmen. Ansonsten die Folien gibt es bei SlideShare unter dem eben schon erwähnten allgegenwärtigen D-Schneller. Da sind dann auch Links auf die beiden Blogposts in dem Kommentar unten drunter und auch der Link zu dem PDF von diesem Handout. Ja, da sind Sie nochmal. Vielleicht dem Kollegen eine gute Besserung wünschen oder so per Twitter, dann freut er sich und weiß, dass ich hier war. Ja, und ansonsten, wir suchen immer gute Leute. Also wenn da jemand so gar nicht weiß, wohin mit seiner Zeit oder furchtbar unglücklich ist, auch mal kommen. Mit was? Ich weiß nicht, ob es OpenStack für ARM gibt. Es gibt Ceph, das läuft auf dem Raspberry. Wie bitte? Ja, genau, der Hypervisor könnte auf ARM irgendwie, weiß ich nicht, was es da gibt oder ob es da was gibt. Was aber geht, ist Ceph auf ARM. Also ein Kumpel hat, alter Schulfreund von mir, den habe ich angeworben, der hat dann zu Hause mit Raspberries ein Ceph-Cluster gebaut. Also das ist eine ziemlich alte Version, aber es geht. Bitte. Ja. Fragen Sie mich nächstes Jahr.
Wir haben uns dieses IPv6-Thema überlegt und haben gesagt, wir müssten es eigentlich machen. Innerhalb der virtuellen Welt haben wir kein Problem, weil es einfach genug V4 gibt. Aber spätestens, wenn wir jetzt nach draußen mehr als die Public IPs haben, die wir schon haben, kriegt man nur noch weitere, wenn man auch V6 unterstützt. Aber da haben wir bisher noch keine Zeit drauf investiert, zu gucken, was da vielleicht an Problemen ist. Ja, zu dem Sandcluster nochmal. Habt ihr da die IOPS gemessen? Wie viel da durchgeht? Ja, aber ich weiß es nicht. Also nicht auswendig. Am besten mal diesen Blogartikel. Da sind diese Performance-Messungen drin. Die hat der Kollege bei sich auf der Maschine vielleicht auch noch in den Rohfassungen irgendwie. Also da können wir, wenn da ganz konkretes Interesse besteht, sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Da und dann hier. Ja, die. Wir haben mit 13.10 angefangen, dann kam 14.04 und 14.04 enthielt auch praktischerweise das nächste OpenStack. Und wir haben gesagt, wann sollen wir updaten? Wenn nicht jetzt, quasi, wenn wir noch im Aufbau sind, wenn es jetzt kaputt geht, ist es eh völlig egal. Also, es geht keine Produktion irgendwie flöten. Das war ein Schmerz, ja. Also ich habe gehofft, ich lasse den Ubuntu-Updater durchlaufen und dann ist fertig. Kein Stück. Also wenn man dann hinterher so ein bisschen rumgoogelt, findet man auch raus, dass obwohl Ubuntu die Referenzplattform für OpenStack ist, die Pakete zum Beispiel einfach kaputte Abhängigkeiten definiert haben auf irgendwelche alten Versionen oder dann fehlt in irgendeinem Config-File eine Zeile oder so. Also es war schon... Also dieses Upgrade, bis die Maschinen dann wieder liefen und bis dann insbesondere dieses Neutron wieder ging, dieses Netzwerkzeugs, also das hat schon anderthalb Wochen gedauert, bis ich das für die vier Maschinen auch wieder so laufen hatte, dass ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir auch fertig. In dem Zuge kam allerdings auch das BIOS-Update, glaube ich, dazwischen. So, und dann war ich hier vorne. Zählt auch meine Frage, generell, wie lange hat es gedauert, das aufzusetzen, was war die gefühlte Komplexität? Es hat gedauert, wir haben... angefangen mit dem tatsächlichen Setup, nachdem wir uns so über Netzwerke und so Gedanken gemacht hatten, im März. Und dann sind wir jetzt quasi mehr oder weniger fertig. Also der Kollege schrieb mir gestern Abend, dass er im fiebrigen Kopf zweimal an dem Tag einfach so zum Spaß unsere 10-Maschinen-Umgebung oder was genuked hatte und mit einem Ansible-Lauf nach 25 Minuten oder 45 Minuten, weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, standen die alle wieder und liefen wieder und surften wieder die Anwendung. Also, aber die Komplexität ist groß, gerade wenn man das Netzwerk betrachtet. Da ist die Anleitung auch nur so, du hast ein paar Möglichkeiten, such dir raus, was passt und da endet das. Also das ist extrem fummelig zum Teil mit Routing und diesem Nutting und so, also da muss man echt ein bisschen... Aber inzwischen würde ich sagen, wenn wir das nochmal machen müssten, wären wir schneller. Ich weiß nicht, wer da zuerst war. Ich glaube, da hinten. Ne? Ja. Also man kann über diese Verfügbarkeitszonen auch so Affinitäten irgendwie festlegen und so. Haben wir noch nicht sehr intensiv benutzt. Es geht aber. Zumindest nach Aktenlage. Also was wir zumindest beobachten können, ist, dass dieser Scheduler, weil das halt vier gleichartige Knoten sind, wenn ich jetzt vier VMs hochfahre, werden die auch auf die vier Physikmaschinen verteilt. Und das, also bisher sah das immer sehr symmetrisch aus. Insofern, wenn es natürlich irgendwann unter Last gerät und er dann sagt, ich glaube, dann schlagen aber auch diese Anforderungen fehl. Ich sage, ich brauche eine Maschine mit X Kernen und es gibt einfach diese X Kerne nicht mehr. Ja, wobei, nee, das würde ihn dann nicht interessieren, gegebenenfalls, ob es schon einer von denen... Es geht, irgendwie. Bei der Wahl von den Switches, gehe ich mal davon aus, dass man natürlich nach irgendwelchen Tool-Managed-Waren Switches und dann auf ein paar Standards achtet. Ist drin ein Standard, den man unbedingt haben muss, dann auf dem Stack die Dinger irgendwie standardmäßig verwenden? Nö. Also OpenStack kann, es gibt, wie heißt das, VXLAN ist, glaube ich, ein so ein Ding. Das ist so ein Standard, der kommt ursprünglich, glaube ich, von Cisco, ist aber inzwischen so ein Konglomerat. Dann gibt es OpenFlow. Also bei uns sind das am Anfang relativ einfache Dell-Switche gewesen, ich glaube 5524, die dieses LACP-Problem hatten. Also Problem, sie konnten halt diesen konkreten Mode nicht. Der Standard dazu ist, glaube ich, 802.3 AD.
Das ist der dieses Bonding irgendwie definiert. Und dann gibt es eben, unter Linux heißt das Layer 3 plus 4, wo der nicht nur basierend auf der MAC-Adresse, sondern auch noch auf TCP, auf IP-Adresse und TCP oder UDP-Port-Basis die Verteilung auf die Kabel macht. Und das konnte eben dieser Switch nicht. Die Details am besten in diesem Blogpost mal nachlegen oder nochmal eine Mail schreiben, die kriege ich jetzt sonst auch nicht zusammen. Wie bitte? Die sind auch eindeutig klar damit. Eindeutig klar, inwiefern? Das, was du sagst, ist doch, wenn ich es richtig verstehe, jeder Server hat so zwei Switchen Link. Die beiden machen einen Switch, machen MLAG und für den Server ist das ein Switch und der macht einen Port-Channel nur beide. Genau. Und der Server verteilt sauber. Richtig. Zwei TCP-Session auf zwei Links und der Switch hat einfach, weil er nur nach MAC setzt und die gleichen immer stur auf den einen Link gesetzt. So sieht's aus. Ganz klassisch. Ja. Das hat etwas gedauert, wir haben da mit Dell drüber gesprochen, es hat etwas gedauert, bis sie verstanden hatten, wie ihr eigener Switch funktioniert oder eben auch nicht. Also wir waren, ich will jetzt hier nicht so ein Dell-Bashing betreiben, das Zeug funktioniert ja prinzipiell, man gerät halt nur manchmal auch an Leute, die es dann nicht so ganz. Wir hatten das ja alles ausgemessen und waren genau zu diesem Schluss gekommen, haben die damit konfrontiert und haben gesagt, wo stellen wir das denn ein? Vielleicht haben wir einfach nur den passenden Haken nicht gesetzt oder was, ne? Und wir blickten erstmal in einigermaßen leere Gesichter und nach mehreren Telefonaten wurde dann gesagt, okay, die können das nicht. Wir können euch aber dann für quasi, wir nehmen die mehr oder weniger zum gleichen Kurs zurück und können die tauschen mit dem Aufpreis, den die anderen gekostet hätten, die es können und so. Also das war dann schon sehr kulant. Also will da jetzt nicht alles schlecht reden. Die sind schon in gewisser Weise auch zuverlässig und gut. Also sind halt nur so diese, man kennt das ja so, diese Anekdoten, wo man dann irgendwie sagt, wie kann es denn sein? Sind wir denn die Ersten, die das machen? Manchmal hat man so das Gefühl. Okay, ja, wenn dann das war, danke ich herzlich. Hier sind Handouts und ansonsten...